Okay, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute. Ich sehe ja doch sehr, sehr viele Gesichter, einige Bekannte auch. Heute ist mir eine große Ehre, dass ich einmal nicht quasi für mein Standardprojekt Desktop Education einen Vortrag halte, sondern quasi im Rahmen der Wirtschaftskammer Österreich bzw. Wirtschaftskammer Steiermark einen Vortrag halte. Und zwar das Thema meines heutigen Vortrages ist Gruppwehr bzw. der Einsatz von Gruppwehr im Unternehmen. Also heute trete ich eigentlich nicht als Privatperson auf, so wie es an sich ja bei den Linux-Tagen üblich ist, sondern quasi als jemand, der als Firma jemanden anderen etwas verkaufen will, beziehungsweise jemanden, der etwas jemanden unterstützen will und dafür quasi dann aber Geld bekommt, also das kommerziell macht. Und ja, das ist möglich auch mit Open-Source-Lösungen und mit freier Software und mit dem freien Gedanken und all dem ganzen Zeug, was eigentlich zu Open-Source noch dazugehört. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Matthias Braunecker. Ich bin ein Mitglied unter anderem der sogenannten Open Source Expert Group Steiermark. Wir sind quasi eine Interessensgemeinschaft selbstständiger EDV-Dienstleister, die einfach Open Source im Berufswelt, also im öffentlichen Leben und sonstigen Bereichen einfach den Leuten näher bringen will, einfach das auch damit handeln wollen und ja, dass man das halt kommerziell auch nutzen kann. Und wir sind eben eine kleine Gruppe in der Steiermark. Insgesamt gibt es von uns in etwa österreichweit 300 Leute, eingetragene Mitglieder. Vielleicht gibt es ja auch mehr, das weiß man nicht, aber eingetragene Mitglieder an die 300. Und das ist unsere kleine steiermärkische Gruppe, also der aktiven Mitglieder. Genaue Zahlen weiß ich nicht auswendig natürlich, aber ja, es hält sich in Grenzen, sagen wir mal so. Aber es gibt durchaus eben Leute, die sich mit Open Source im Geschäftsleben quasi auseinandersetzen. Wie kann ich mitarbeiten? Bitte? Wie kann ich zu der Gruppe? Da geht man ganz einfach, das ist dann auf meiner letzten Folie, gibt es einen Link auch. Da kann man einfach nachschauen, entweder osec.at oder opensource.co.at. Da gibt es dann gleich auf der Startseite einen Button quasi Mitglied werden. Beziehungsweise wir haben auch einen Stand hier im Erdgeschoss. Zum Beispiel der Herr Kollege, Diplom-Ingenieur Eugen Neuper, steht da am Ende. Da können Sie auch einfach hingehen und ihn ansprechen und da bekommen Sie dann auch Informationen. Gut, also man kann theoretisch als Unternehmer auch dieser Gruppe beitreten. Sind auch viele quasi, die jetzt da hier auch bei den Linux-Tagen mithelfen. Sind auch hier Mitglied. An sich bin ich auch immer unterwegs mit meinen Kollegen. Also ich habe gemeinsam eine Firma mit ihm. Und wir machen eben auch wirklich Gruppwehr für Unternehmen. Für das bin ich ja heute extra hier angereist. Und wir sagen wirklich zu den Unternehmen, ihr braucht jetzt da wirklich keinen großen Windows-Server, keinen Microsoft-Server mit dem klassischen Exchange, sondern es gibt Alternativen. Und es gibt auch viele Leute, die das bereits verwenden, die sehr zufrieden sind damit und die viel mehr sogar noch machen können. Oft schaut man ja nicht hinaus aus seinem eigenen Haus quasi oder man weiß ja nicht, was so sonst auch noch passiert in der Welt. Ja, wie sieht die Situation eigentlich so aus, wenn man das einmal so kurz sich durchschaut? An sich kennt man den Marktführer natürlich, darf man oder muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Der heißt einfach Microsoft Exchange, haben auch noch einen riesigen Marktanteil. Die sind die klassischen Gruppwehr-Lösungen an sich schlechthin, da gibt es sonst kaum einmal was. Grundsätzlich zu Gruppwehr. Dieser Begriff ist ja fast so wie die Cloud, so ein Begriff, der alles Mögliche beschreiben kann. Ist jeder vertraut mit dem Begriff Gruppwehr? So. Oder jeder wird ja wahrscheinlich eine andere Vorstellung damit haben. Der einfachste, also Hauptaufgabe einer Gruppwehrlösung besteht darin, einmal E-Mails zu bekommen und zu versenden. Viele sagen dann schon wieder, das ist eigentlich gar keine klassische Gruppwehrfunktion, das ist ja was Eigenes. Aber an sich ist das doch nach wie vor der Hauptschwerpunkt einer Gruppwehrlösung. Dann Kalender und Terminverwaltung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Unternehmen. Auch wenn man nur ein Einzelunternehmer quasi ist, muss man auch seine Termine irgendwie einhalten und organisieren und planen. Da zahlt sich schon ein Einsatz von Gruppwehrlösungen aus.
gerade heutzutage, wenn man noch denkt, man hat ein Handy oder ein Smartphone oder ein Tablet, was auch immer, also mehr als ein Endgerät quasi, einen PC, dann will man da ja auch nicht ständig irgendwie von einem Gerät aufs andere das ja, also mit Kabel übertragen oder was auch immer, was es da für Lösungen alles gegeben hat, sondern man will das einfach immer alles aktuell haben und möglichst einfach. Das ist der Grundgedanke eigentlich von Gruppe. Und natürlich kann man das dann anwenden auf kleine Unternehmen, mittel- und große Unternehmen und auch für Firmen mit mehrere tausend Mitarbeitern. Und da zahlt sich dann eine Gruppe auf jeden Fall aus. Ja, wie gesagt, sehr vielfältiger Begriff. Der Schwerpunkt einer Gruppe kann auch noch ja, ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Die meisten kennen das klassische Outlook, für das eben gerade der Marktführer bekannt ist. Da gibt es nur das und alles dahinter passiert irgendwie in diesem Outlook. Ist einfach so. Dass da dann ein Exchange-Server dahinter steht meistens, das ja, wissen die Anwender teilweise gar nicht. Oder hat man eine Groupware-Lösung einfach nur im Internet in Form von einer Web-App oder Web-Anwendung, so wie man es zum Beispiel auch von Google kennt, dass diese ganzen Anwendungen, sei es einfach die Suche, das ist auch schon quasi ja, eine Web-Anwendung, eine Groupware auch schon, wenn man das dann schon mit seinem Gmail-Konto zum Beispiel verknüpft, schon hat man eine Verbindung zur Groupware. Und dann teilt man das, diese Inhalte alle mit anderen Leuten noch, dann hat man schon Kalender- und Kontaktfunktion. Also das wird gleich einmal sehr komplex. Und schaut aber dann wieder ganz anders aus, zum Beispiel ein reines Outlook. Da hat man ja nicht solche Funktionen zum Beispiel, so als normaler Anwender. Also, und wenn man grob einfach das zusammenfasst, ist aber alles Gruppe. Dass dann manche Firmen speziell ihre Warenwirtschaft zum Beispiel oder ihre Produktionsabläufe auch noch in ihrem Groupware quasi abbilden, das heißt ihre ganzen Einkäufer, also die ganzen Lieferanten und so, die haben sie extra irgendwie abgelegt und die ganzen Kunden als ja quasi dann dort, wo die Waren hingehen, die haben sie extra auch noch abgelegt und verknüpft, aber durch eine Groupware-Lösung. Das kann man natürlich auch so dann beschreiben. Okay, also Microsoft Exchange, der große Böse eigentlich. Denn jährlich ändert sich dort die Politik, die Software sowieso, naja, die Software gar nicht mal so, die ist eigentlich, ja, naja, ich will nicht so schlimme Werte hier verwenden, aber das ist halt so, wie es ist und jeder Sprung von einer neuen Version oder jede größere Umstellung, sei es jetzt nur, man bekommt eine Abteilung oder eine Filiale dazu, bereitet oft große Probleme. Vom Finanziellen her, ja, darf man gar nicht zum Reden beginnen. Dann gibt es noch einen großen Hersteller, Lotus Notes, hat auch immer wieder anders geheißen. Dahinter steckt an sich ein Domino-Server, sogenannter, vielleicht ist das jemandem ein Begriff. Also so wie es eben Outlook Exchange ist, ist es halt bei Lotus Notes von diesem Client quasi das Domino, der Server dahinter, ist eigentlich heutzutage nur noch relevant für echte Großunternehmen, da gibt es schon noch viele. Sind jetzt da auch wieder relativ wieder populär geworden, weil es da Anstellungen gegeben hat mit Apache OpenOffice, dass da wieder mehr Integration dann in das Notes quasi gekommen ist. Also weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch aktiver ist, vor einem halben Jahr war da irgendwann einmal wieder eine Meldung. Also, dass sie dann wieder doch ein bisschen Open Source machen wollen, naja, weiß man nicht. Aber das Wichtige, zum Beispiel mit der Lösung hat man keine Outlook-Unterstützung. Das ist oft schon sehr, sehr schlecht, wenn man jetzt in ein Unternehmen kommt und dort eine Groupware-Lösung betreuen will, umsetzen will, ändern will, migrieren will, was auch immer. Dann gibt es noch einen ganz großen Hersteller, Novell, mit deren Produkt Groupwise. Das ist auch wild proprietär an sich. Ja, jeder kennt vielleicht diese ja, Politiker von Novell. Wir waren einmal groß da und jetzt sind wir eher nicht mehr da. ja, aber kauft trotzdem unsere Sachen irgendwie, aber Unterstützung, naja, weiß man nicht. Ja, ist schwierig. Das Produkt kann sicher viel, viel mehr, als ja, man jemals zu Gesicht bekommt. Ist schwierig. Gut, dann gibt es Timbra, gehört auch einer großen Firma. VMware nämlich, ist auch nicht so unwesentlich, machen zwar grundsätzlich relativ viel von den Komponenten ja in Open Source Thema, aber ja, naja,
nicht so wirklich richtig und ja, ist eigentlich dann wirklich nicht zu verwenden, so, wenn man das wirklich im großen Stil irgendwo einsetzen will. Oder wenn man mit ruhigem Gewissen das einfach jemandem weitergeben kann und der soll dann damit arbeiten. Das geht so. Gut, dann gibt es noch zum Beispiel Open Exchange und Scalix ist vielleicht jemandem ein Begriff oder Collab vom KDE-Projekt und, und. Also die haben alle so irgendwelche Vor- und Nachteile. So wirklich richtig toll funktioniert kaum was, abgeschlossen, ist schwierig. Und kommen wir dann dahin, zum Beispiel sonstige Open Source Produkte, zum Beispiel einfach das Roundcube auch hernimmt, das kann jetzt da auch schon ein paar Gruppversachen, aber naja, passt nicht so. Okay, das ist alles schon gut, aber was ist jetzt die optimale Lösung? Was wir zum Beispiel als kommerzielle EDV-Dienstleister jetzt den Leuten verkaufen können und die jetzt auch supporten können, das ist das Wichtige. Denn irgendwas hinstellen und sagen, das ist jetzt die Lösung, tut's, arbeitet damit, das kann man gleich einmal eigentlich, aber man muss das ja trotzdem laufend pflegen und ja, in 3 Jahren oder 5 Jahren, wenn man den nächsten Hardware-Tausch, muss man das dann wieder auf ein neues System irgendwie weiter übertragen und, und. Also Gruppware ist wirklich so ein Prozess, wirklich ein Prozess und das ist nicht einfach einmal was Hingestelltes und das ist dann abgeschlossen. So, und in letzter Zeit hat sich dann immer mehr Zarafa etabliert. Na, das ist nicht Zarafa, das was ich jetzt meine, das ist Zarafa, was ich meine. Das ist an sich eine holländische Firma ursprünglich gewesen, niederländisch, und die haben weltweit jetzt Niederlassungen auch und haben wirklich ein tolles Softwareprodukt geschaffen, gibt es seit etwa 1999 und die haben es wirklich geschafft, dass sie wirklich eine hundertprozentige sogenannte MAPI-Unterstützung geschafft haben, also wirklich dieses Protokoll, mit dem auch dieses Outlook arbeitet, 100% nachprogrammiert, also nicht erst irgendwas gekauft oder Lizenzen zahlt an Microsoft oder was auch immer, die haben das nachprogrammiert und das funktioniert zu 100%. Und nämlich auch von Outlook 2000 bis, oder XP, wie das geheißen hat, bis jetzt zum Outlook 2013. Also alle hin und durch. Nämlich der große Unterschied, aber warum man überhaupt dieses MAPI verwendet. Viele kennen vielleicht IMAP so als E-Mail-Protokoll. Das ist zwar auch schön, das heißt ja an sich, dass die E-Mails am Server bleiben und so, aber das geht, wenn man alleine ist an sich, aber wenn man auf einen Datensatz quasi schon von 2 Orten aus zugreifen, hat dieses IMAP schon einmal große Probleme. Und wenn man dann noch überlegt, so wie es andere Produkte eigentlich machen, dass sie einen Kalender und Kontakte und alle anderen Informationen auch noch in so ein IMAP-E-Mail quasi als Server ja, betreiben, dann geht das alles irgendwann einmal nicht mehr. Oder sehr schnell nicht mehr eigentlich. Und dieses MAPI ist einfach ja, gut geeignet dafür, dass man Informationen als Server jetzt da bereitstellt, wo viele Leute darauf zugreifen können. Also viele. 2 jetzt da schon als kleinste Einheit sozusagen. Wenn man alleine ist, ist alles schön und gut, aber schon wenn man mit 2 Geräten auf einen und denselben Datensatz zugreifen will, also so zum Beispiel einen Kontakt bearbeitet, einen Namen ausbessert oder so, macht einer und 2 Minuten später macht der andere, bis das wieder in der synkt und so, das ist mit IMAP und so alles kompliziert und schlimm und da geht's einfach. Und eben man hat die volle Unterstützung für Outlook. Ups. Man hat die volle Unterstützung für wirklich sämtliche Smartphones, also sei es jetzt ein iPhone, sei es ein Android-Handy, sei es ein BlackBerry-Handy, was halt so die Firmenleute alle haben. Also ist so irgendein Nokia oder Sony Ericsson-Handy, ja, geht glaube ich auch inzwischen, die irgendwie dieses Active Sync und so verwenden, das geht alles, wunderbar. Mit sämtlichen Informationen, die man so in seinem Groupware quasi hat. Also nicht nur E-Mails, denn die hat man ja gleich heutzutage auf dem Handy, sondern eben auch vollständigen Kontaktbaum quasi mit Kategorien und Gruppierungen und auch die Termine und die gemeinsamen Termine. Das ist auch das Wichtige. Das unterstützt das. Dann hat es natürlich mehrere Web-Plattformen sogar, Web-Oberflächen, eine Standard- Web-Oberfläche quasi und eine etwas modernere, buntere und die sind alle so sauber programmiert, dass sie sehr plattformunabhängig sind, also dass sie auch auf einem Internet Explorer 6 noch so halbwegs laufen, auch wenn den natürlich keiner mehr verwendet und natürlich auch auf irgendeinem Safari-Rechner oder was auch immer oder Conqueror oder ja, textbasiert ist wieder schwierig.
Also, ja, geht ja gut. Gibt's nix. Sollte schon gehen, ja. Naja. Gut, in etwa so schaut diese moderne, neue Oberfläche aus. Zusammengestaucht. Bildschirme heutzutage sind ja größer als die Beamer, die wir darstellen können. Da sieht man zum Beispiel schon Kalender von Person A und Kalender von Person B. So wie man es quasi von Outlook auch kennt. Ja, wunderbar. Alles nebeneinander. Die Sekretärin in irgendeiner Firma kann da alles Mögliche eintragen. Und das passt. Ja, dann haben Sie auch ein ganz anderes Lizenzmodell. Man zahlt nicht für die reine Nutzung, so wie man es bei Microsoft-Produkten zum Beispiel kennt. Da hat man ein Nutzungsrecht in der Software oft, sondern man zahlt wirklich für das, ja, für den Service oder für die Dienstleistung, was man dann erhält. Grundsätzlich, die Version ist frei an sich von Serapha alles. Nur will man zum Beispiel das mit Outlook verbinden und die Kalenderfunktion und so nutzen. Dafür muss man dann einmal immer was zahlen, also jährlich einmal was zahlen. Und man bekommt aber automatisch dann immer ein paar Dienste noch dazu und zum Beispiel auch Support, also wo man wirklich einen anrufen kann oder E-Mails hinschicken kann. Und das ist für Firmen einfach wichtig. Es tritt immer irgendwo was auf. Dann ist es wild skalierbar, also man kann das eben alleine nutzen oder in einem riesigen Unternehmen mit ein paar tausend Leuten. Natürlich, die Server-Hardware muss entsprechend dimensioniert sein oder muss überhaupt vorhanden sein, aber ansonsten softwaretechnisch gibt es überhaupt keine Grenzen und auch keine Lizenzeinschränkungen. Also ob das jetzt auf einen Atom-Prozessor läuft oder auf einen Quad-Core-Irgendwas-Prozessor, was ja manche Mitbewerber nicht so sehen. Also bei Serapha ist das überhaupt kein Thema. Das installiert man irgendwo in eine Mikrowelle, das kann, dann läuft der Serapha-Server auf einer Mikrowelle. Das ist lizenztechnisch kein Problem. Und eben, das ist auch ein wichtiger Punkt, entweder läuft es auf dem eigenen Server oder irgendwo, wo man sich diesen Serverplatz quasi einmietet, je nachdem, welche Internetverbindung man hat oder wie sehr man das jetzt wirklich nutzen will. In einem Unternehmen mit 120 Leuten macht es dann schon wieder Sinn, dass man eher das auslagert, aber das hängt wirklich von Unternehmen drauf an. Technische Grenzen gibt es keine und lizenztechnisch gibt es da auch keine Einschränkungen. Gut, das ist noch so kurz quasi bunter Überblick über das, also man hat alle alten Outlook-Kunden quasi zufriedengestellt, man hat die modernen Leute, die irgendwelche Smartphones und Handys besitzen, irgendwie beglückt. Der Zugang über ein Webinterface ist gegeben und man kann aber auch klassisch, ja, diese Serapha-Konten quasi oder Informationen auch in irgendwelche, ja, nicht unterstützten Programme einbinden. Wobei Thunderbird und Sunbird und Lightning und wie diese ganzen Projekte heißen, die werden sogar supported von Serapha. Also wenn es da irgendein Problem gibt sogar, obwohl sie damit ja nichts zu tun haben, unterstützen sie es trotzdem. Ja, Serapha ist halt so, ja, angenehm, dass es wirklich eben vollständig Open Source ist. Ist auch angenehm. Es ist wirklich kompatibel mit, ja, wirklich fast allem. Also da gibt es kaum irgendwas, was einmal nicht geht. Und man hat eine schöne Unterstützung und was eben als Firma ganz, ganz wichtig ist. Und wir als Open Source Expert Group sind auch gerne jederzeit bereit, also bei Fragen weiterzuhelfen oder wir können auch direkt in Ihr Unternehmen kommen und in Ihre Firma und dass wir da mal uns zusammensetzen und darüber reden, wie man da auf Serapha oder auf eine ähnliche Lösung vielleicht migrieren kann. Ich glaube, meine Zeit ist jetzt dann aus. Und danke mal für die Aufmerksamkeit. Jetzt können wir noch fragen. Ja? Da hinten, klar. Und zwar, wie groß steht der Datenbank dahinter, wo die Mails abgelegt werden? Ja, MySQL-Datenbank standardmäßig. PostgreSQL oder irgendeine NoSQL-Datenbank wäre auch möglich. Aber standardmäßig MySQL. Und die E-Mails werden eben dort abgelegt und die Kalender und Kontakte und so. Die Attachments zum Beispiel werden standardmäßig irgendwo anders ausgelegt, also in irgendeinem Dateisystem. Die Anhänge kommen in ein Filesystem? Genau, genau. Okay. Mhm. Und man kann das theoretisch auch auf mehrere Server auch verteilen, also ist auch praktisch möglich, ganz einfach. Das heißt, und ist da vollkommen flexibel. Wie nur über die, dann eigentlich über die Datenbank, was die dort lost, wenn die beschränkt. Genau, genau. Genau, genau. Genau. Und wegen Backup und eben Archiv auch, da gibt es auch eigene Tools, die bei diesen quasi kommerziellen Sachen dabei sind, für das man zahlt auch bei Serapha.
was auch supported wird. Also da wird wirklich jede einzelne Nachricht, jede Notiz einzeln in die Datenbank abgelegt, mit einer Seriennummer vergeben. Und will man da von irgendeinem Datum irgendwas wieder drücksichern, also wieder herstellen, dann geht das auch. Und das habe ich oft leider müssen machen auch. Und das geht gut. Also Einschränkungen nur von der Datenbank. Ja. Da war eine Frage. Ja, und zwar, was für eine größere Firma immer wichtig wird, ist die Sicherheit. Wie schaut es da aus mit Verschlüsselung von E-Mails, beziehungsweise mit der Identitätsprüfung? Viele größere Firmen benutzen ja spezielle Karten und so. Ja, ja. Damit die Identität des Users bestätigt wird und so Sachen. Ja, ja. Ich bin ja auch unter anderem ein Privilegierter, der digitale Signaturen ausstellen darf. Das ist ein Abkommen mit dem Bundeskanzleramt. Da weiß ich auch gut Bescheid, und gerade für Firmen, die wollen ja nicht immer, dass man seine Bürgerkarte in den Rechner reinsteckt oder über das Handy einzeln bei jeder E-Mail seinen PIN eingibt, kann man da natürlich in Outlook oder wo auch immer oder direkt auf der Serverseite auch einbauen und anbinden. Das ist auch wichtig bei Zarafa zu wissen, das ist nicht der E-Mail-Server schlechthin, sondern man braucht immer einen eigenen E-Mail-Server an sich. Und der kümmert sich dann an sich um diese ganzen Sicherheitsfeatures. Auch dieses Webinterface wird ja ausgeliefert zum Beispiel über Apache. Das könnte irgendein x-beliebiger Webserver eigentlich machen, der BAB kann. Und dort muss man das Zertifikat zum Beispiel dann installieren und machen. Das ist ein Zarafa eigentlich egal. Also diese Schnittstelle nach außen, die basiert eben über irgendwelche Open-Source-Projekte, eben Postfix zum Beispiel, und für E-Mail-Versand und dass das alles verschlüsselt ist, und Webdienste, der Apache zum Beispiel. Da hat man dann ESA, SSL-Zertifikat und alles, und das macht dann die Sicherheit. Und eben diese Integration mit Bürgerkarte und so, das kann man dann an die Sachen anknüpfen. Ich glaube, wir müssen aufhören. Der Kollege ist aufgestanden. Aber, ja. Okay. Ich habe noch eine Frage an DigiSign. Ja, eben, genau das. Genau, ja, das geht eben. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man an LDAP oder an sonstigen Systemen sich anbinden kann. Ja? Also die Benutzerdatenbank muss man nicht händisch pflegen in einer Textdatei, sondern man kann es auch machen. Ja. Genau, ich bin im ersten Stock noch, beziehungsweise bis zum Abend bin ich im Haus, also bei Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung und können wir gerne dann weiter planen. Aber jetzt müssen wir das Feld räumen. Hab schon verstanden, danke. Na, kein Problem. Kein Problem. Okay, dann danke trotzdem mal.